Folge 231 von Simotrans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir gucken mal nach, was wir als nächstes machen können. Wir hatten die Gastwirtschaft ja letztes Mal vollkommen abgefrühstückt und jetzt ist dann die Frage, wo ist noch etwas, was wir dann machen können? Fabrikliste. Wir haben den Bauernhof jetzt hier und der Bauernhof Vieh, Eier, Milch, alles wird produziert und auch weitergeleitet. Das passt, da waren wir also. Das Baustofflager ist hier, kriegt keinen Zement, ist aber unter, oder hat keinen Zement, ist aber unterwegs. Alles andere ist auch unterwegs. Das verbraucht es. Gut, dann ist das schon erledigt. Ja, das passt. Dann haben wir noch einen Batonwert. Kriegt vom Steinbruch die Waren. Und das Baustofflager ist angesteckt. Habe ich eben das bei dem Baustofflager nicht richtig angeguckt? Doch, Lieferanten. Es gibt da keine Abnehmer, weil das hier direkt verkauft. Okay, passt schon. Brauerei, Klosterbrauerei. Markt, Marktplatz, Gastwirtschaft. Werden alle beliefert. Also auch alles da. Sollte funktionieren, die Brauerei. Bäckerei funktioniert ja wohl auch. Mehl, Zucker und Eier sind auch unterwegs, beziehungsweise sind da. Die sind auch angebunden wohl, ne? Chemieberg. Ölbohrinsel haben wir, Ölfeld haben wir, Kalibergwerk haben wir. Und das sind die Herrschaften, die das kriegen. Sollte funktionieren. Kalibergwerk, wo war denn das? Kann mich gar nicht mehr dran entsinnen, ne? Okay, das war hier. Ich glaube, das ist da unten. Ne, bei Lauter ist das okay. Das ist, weiß ich schon nicht mehr. Wird langsam alt. Kalibergwerk, das war Chemiewerk, ne? Erzbergwerk ist klar, das läuft. Fischfanggebiet ist auch klar, Gastwirtschaft war klar, Geflügelhof, da war Eier und Geflügel laufen und Tierfütter kommt an, passt. Gerät und Haushaltsartikel, die kriegen das von denen, aber Möbel ist hier noch offen. So, da haben wir unseren nächsten Geschäftsbereich, das sind die Möbel, die wir machen müssen. Ne? Es gibt keinen Lieferant von Möbeln für den Gerät- und Haushaltsartikelgeschäft hier. Das heißt, wir müssen Möbel machen. So, dann bedeutet das, wir müssen erstmal umschalten wieder auf unser nettes Rathaus sozusagen. Wir müssen dann hier reingucken und dann müssen wir mal gucken, wo es Möbel hergibt. So eine Möbelbude brauchen wir jetzt. Möbelfabrik oder Möbelhaus. Ne, ich glaube, Möbelfabrik wäre das Entscheidende, ne? Die bauen das. Möbelhaus ist ja die, die es verkaufen, ne? Oder Möbeltischlerei würde auch gehen. Bretter, Farben und Plastik verbrauchen die. Die Möbelfabrik. Bretter und Farben machen die. Nur nehmen wir die, da brauchen wir nicht so viel machen, ne? Obwohl es Plastik wahrscheinlich auch irgendwo herkommen würde, aber Möbelfabrik. Ah, steht da irgendwann. Bis 2,7, alles ist gut. Das andere. Möbeltischlerei. Ab. Okay. Aber wir machen mal die Möbelfabrik da irgendwo hin. Gut, dann muss ich noch gerade wieder ein Dingens aufmachen. Den Zufallsgenerator. Den mache ich mal darüber geschoben. So, 512 haben wir 466. Und auf der 476er Achse haben wir die 3, also ganz am Karten, am Bildschirmrand. Jetzt nehmen wir hier mal, das war 512, ist bei 466, aber das muss hier oben irgendwo landen dann. Jetzt zeigt er mir das wieder nicht an, weil ich das Menü eben berührt habe. So, was war das? 1, 2, 3 und 466, das bedeutet, das muss hier irgendwo hin, ne? Hier ist 466.
Wenn ich da jetzt klicke, macht er das dann richtig? Ne, 3, da wäre 3. Ne, kann er nicht. Komm, machen wir keinen Firlefanz rum, gibt's direkt daneben. Gut, dann haben wir das. Und dann müssen wir das noch anschließen. Okay, da sind wir hier schon ziemlich nah, ne? So, das bedeutet, da müssen wir ein Lager bauen. Also wir müssen erstmal wieder auf uns gehen erstmal. Wir können ja auch mal reingucken, ne? Sägewerk und Chemiewerk kriegt die Lieferung und der Geräte, da haben wir das ja alles. Das ist ja schon mal cool, oder? So. Das kann erstmal zu. Und wir brauchen jetzt, ja, Lieferung per LKW, ne? Also erstmal müssen wir eine Straße bauen. Würde ich jetzt einfach von hier aus weitergehen wollen, ne? So passt's, oder? Dann den dahin. Ich denke, wir müssen da aber auch zwei wegen Anlieferung und Abliefern, ne, machen. Dann machen wir das nochmal hier neu. Machen wir mal so. So und so. Ich weiß nicht. Machen wir lieber einen mehr. Schadet ja nichts, ne? Gut, dann ist das geklärt. Allerdings ist da jetzt gar nicht das Entscheidende, sondern wir müssen gucken, dass wir das da ja hinkriegen, ne? Das war das Betonwerk. Hier ist das der Steinbruch. Sägewerk und Chemie kommt dann hier vom Hafen. Das bedeutet, wir müssen hier wahrscheinlich noch eher was bauen. Ich mach das mal so, weil ich glaube, dass da noch zwei LKWs hin müssen. Da oben war es gar nicht so wichtig, sondern hier unten war es wichtig, ne? So. Bretter und Farben müssen hier hin. Ist die Frage. Der bringt Schüttgut, das hilft uns also nicht weiter. Was wird denn hier Connections angezeigt? Fleischverpackung, das könnte funktionieren mit Stückgut, oder? Stückgutcontainer, das würde bedeuten, dass hier auch Stückgut angeliefert wird. Also würde ich erstmal den Möbel-LKW hier machen, der dann da die Linie fährt, oder? Machen wir erstmal. Was haben wir denn? Bretter und Farben. Da sind Bretter. Okay, das ist so ein LKW, der das transportiert. 13 Festmeter, 14 Festmeter. Ja, dann nehmen wir 14 Festmeter. Plus Anhänger, der. So, Fahrplan ist dann neu zu generieren. Und zwar, die Bretter müssen von hier nach da oben. Zack. Waldeck bald. Nur noch 100% einstellen. Das ist eine neue Linie. LKW. Bretter. Möbelfabrik. Jetzt habe ich bestimmt einen Tippfehler drin gehabt, oder? Das A ist nicht erreicht. Genau. Schön. Passt. Schließen und starten. Jetzt lassen wir Chemiewerk. Wahrscheinlich. Ne, der kann wirklich nur Bretter. Dann müssen wir da nochmal die Farben hier haben. Da sind die Farben. Da haben wir jetzt den mit 13, 12 und 13 und einer war ein Cent billiger, ne, der da. Und der da dran, ne? Und die Route ist ja die gleiche wie gerade die andere, ne.
Die muss der machen. Starten. Und ist genauso. Ja, die Route müssten wir jetzt nur umbenennen wahrscheinlich, aber das können wir erstmal so lassen. Oder wir machen es gerade. LKW. LKW, Bretter, Möbel. Einmal noch umbenennen. Farben. Oh, da habe ich die tolle Taste erwischt hier. Großschreiben. Passt, jetzt haben wir es umgeändert. So, das ist dann so okay. Und dann brauchen wir noch... Die Möbel müssen noch irgendwo hin, aber die würden ja wahrscheinlich auch an den Farb-LKW passen, würde ich sagen, oder? Ja, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Was passiert denn jetzt hier? Oh, guck mal, Farben sind schon unterwegs nach hier. Die ersten 10 sind schon geladen. Nur die Bretter, die finden den Weg hier nicht hin. Das bedeutet, wir brauchen uns nur noch um die Bretter gerade kümmern, ne? Wo kommen die Bretter her? War das Sägewerk hier irgendwo? Ne, das ist die Papierfabrik, ne? Die kriegen Holz. Und das Holz kommt hier weg. Holz zum Sägewerk. Ah, Sägewerk war... Das kann zu schon mal. Sägewerk war da oben. Das bedeutet... Also die Bretter von hier wegkriegen. Wo gingen jetzt die Bretter hin, ist die Frage, ne? Sägewerk und zur Maschinenfabrik. Aber wir müssen dies zur anderen Richtung bringen. Warte mal, mach mal Karte zu. Das bedeutet, der LKW fährt ja von hier nicht nach da, oder? Das ist der LKW, der das jetzt zur Maschinenfabrik gebracht hat, wahrscheinlich, ne? Ah ne, das ist Baumarkt-LKW. Ach, und vom Baumarkt geht die Reise weiter nach da hinten. Ja, genau, ich weiß es. Das ist jetzt nicht so toll. Das bedeutet, wir müssen da nochmal eine Straße bauen. Machen wir einfach da noch eine neben, oder? Und noch eine Bucht dahin. Und dann das. Und ich glaube, wir können das erst schließen, den aufrufen, einen LKW für Bretter wieder nehmen. Ah, jetzt habe ich das so, naja, ist egal, kommen wir auch noch hin. Ne? Ach, der slidert da durch, super. Da sind die Bretter. Der mit Anhänger. Ja, egal, der da dran. Ne? Und... Fahrplan ist von hier nach da und das Ganze 100% und neue Linie. Jetzt habe ich das hier. LKW Bretter Sägewerk Bahn schreibe ich da jetzt hin. Dann machen wir da noch ein Minus hin und das sieht so schicker aus, oder? Passt. 100% haben wir gemacht. Passt. Starten. So, dann fährt das bis zur Bahn. Der kommt jetzt dahin und der lädt dann die Bretter da ein. Aber die werden dann nirgendwo hingefahren, erstmal wahrscheinlich. Weil, wenn wir bei der Bahn sind, also hier gehe ich stark von aus, dass ein Zug auch nach da hinten fährt mit Stückgut oder Bretter. Ja, jetzt die Frage, ob Bretter waggontechnisch hier hinfahren. Ich glaube nicht, oder?
Nutzholz geht da drauf. Das zum Sägewerk. Jetzt ist die Frage, ob es auch umgekehrt sich bewegt. Auf jeden Fall muss von hier aus dann, weil ich würde das jetzt mit dem Schiff darüber bringen, weil da ist ja nochmal Wasser dazwischen, ne? Aber da gibt es eine Straße. Ein Theoretisch brauchen wir nur dieses Stück Straße bauen, dann können die da auch hinfahren, ne? Was machen wir da? Nee, das machen wir nicht, dann machen wir was mit dem Schiff. Fern nicht, sondern Schiffe für Bretter brauchen wir. Hm, 140 Festmeter Nutzholz. Dann können die Bretter auch mit Nutzholz, das würde bedeuten, der Dingens da vorne, der fährt auch. Ja, der ist der schnellste dann, ne? Komm, nehmen wir den einfach. Und Fahrplan ist dann von da. Und machen wir erst das andere, sonst geht das wieder mit dem Ding nicht. Nach. Hier? Ja, ne, da hinten ist dann. Ja, genau, nach hier. Und 100 bei Riedenburg. Und neue Linie ist Motorschiff Bretter. Aber ich lasse das bei Motorschiff Bretter. Ich glaube, das reicht. So, und dann kann das starten. Und dann müssen wir da mal hinspringen. Das war knapp daneben. Das auch. Nochmal jetzt. So, das liegt da schon. Das ist hier unser Sägewerk. Das produziert schön, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das brauchen wir gerade noch hier hinten. Das hier. So, und da sind Bretter unterwegs und Farben sind unterwegs. Jetzt müssen wir das abwarten, bis das hier produziert ist. Und dann müssten wir gucken, dass bei dem Geschäft da hinten, dem Haushaltswarengeschäft, das ankommt. Ne? Kann man da sehen. Möbel sind da noch 0 von 0 unterwegs, weil hier ja noch nichts produziert wird. Ja, ich glaube, das müssen wir dann in der nächsten Runde kontrollieren, ob dann die Möbelbude was baut. Dafür muss erstmal was ankommen, ist klar. Aber Verbrauchsmaterialien sind ja unterwegs. Und dann ist noch zu klären, dass der Weg wieder zurückgeht. Und da muss man mal schauen, wie Simotrans das managt, dass der irgendwie schon was benutzt wird, was es vielleicht gibt. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das sehen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo abschließt, falls ihr noch keins habt. Und gebt gerne der Folge einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Genauso gerne die Glocke anmachen, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne einen Kommentar schreiben oder auch zwei oder drei oder ganz viele. Und gerne auch bitte dann das Video auf anderen Kanälen teilen, damit alle wissen, wie cool Simotrans doch ist. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.